Schwerer Busunfall nach Konfirmandenfreizeit. Im niedersächsischen Landkreis Holzminden ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Busunfall, bei dem 25 Kinder zum Teil schwer verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei kam die Reisegruppe mit zwei Bussen mit je 40 Kindern aus Halle-Westfalen gerade von einer Konfirmandenfreizeit und war auf dem Weg von Bofzen in Richtung Neuhaus unterwegs. Als die Busse auf der serpentinenreichen Straße bergauf fuhren, kam einer davon in einer scharfen Linkskurve auf dem mit Schnee bedeckten Seitenstreifen ins Rutschen und fuhr geradeaus gegen einen Baum. Der Baum wurde bei dem Aufprall regelrecht gefällt. So ein Unfall mit einem Bus, wo dann vermeintlich die Kinder in so einer Anzahl den Bus verlassen, wirkt natürlich erstmal sehr beängstigend, aber Gott sei Dank hat sich das Bild dann relativ schnell geklärt, sodass man insgesamt sagen kann, der ganze Unfall ist noch glimpflich ausgegangen. Durch das Vorschnellen bei dem Aufprall erlitten 25 Kinder größtenteils Kopf- und Zahnverletzungen und mussten von einem Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort versorgt werden. Zwei von ihnen wurden sogar mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen. So ein Einsatzbild haben wir in den letzten, nach meiner Kenntnis, 30, 40 Jahren nicht gehabt. Und war für uns auch immer eine Schreckensmeldung, hier einen Bus, der verunglückt war. Zur besseren Behandlung und zur Betreuung der anderen wurden die Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren in ein nahegelegenes Hotel gebracht. Wir haben 6 Notfallseelsorger mit im Einsatz gehabt, die zum Teil an der Einsatzstelle selber waren, aber auch zum Teil hier in der Unterkunft die Kinder mit versorgt haben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Straße musste für die aufwendigen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für mehrere Stunden voll gesperrt werden.